Aber ich bin doch gerade erst angekommen. Ich mag doch nicht schon wieder weiter. Das habe ich doch sonst immer den ganzen Tag. Nein, jetzt bin einmal ich dran. Ich brauche einmal eine Pause. Weißt? Ich muss einmal ein bisschen eine Freizeit. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt überhaupt. Ja. Ich verstehe es ja. Ja, das weiß ich auch, dass die Flieger pünktlich und dass das alles nicht und der Zug und die Bahn, ist schon klar, das verstehe ich schon, aber es muss ja auch mal anders sein. Hallo! Die hat mir gar nicht gesagt. Hallo? Ich glaube, du tickst ja nicht mehr richtig. Hä? Ich kann ja auch Schluss machen. Was? Mach ich Schluss? Da mache ich das einmal ganz anders, weißt? Die ist ja völlig in Rage. Die kennt überhaupt keinen Punkt mehr. Kannten Sie mal reden, weil mir fällt da schon der Schaum zusammen. Hä? Dass Sie einmal warten. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr 46 Minuten und 10 Sekunden. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Heute geht's in der Freizeit rund. Und zwar um die Uhr. Ich zeige Ihnen, warum ein kleiner Ort im Jura dank der Uhrenindustrie zum Weltkulturerbe gehört und das Internationale Uhrenmuseum in der Schweiz. 3000 ausgestellte Stücke und ich zeige Ihnen meine 12 Favoriten. Das lohnt sich. Das Zeitempfinden ist ja scheinbar was ganz Individuelles. Und genau deswegen baue ich mir jetzt einen individuellen Zeitmesser. Es gibt nämlich Armbanduhrseminare, auch in Bayern. Und jetzt muss ich mich schicken, weil es ist 9:15 Uhr. Die Zeit, gell? In München habe ich mich bei einem echten Uhrmachermeister angemeldet, Andreas Fritsch. In seiner Werkstatt nicht weit vom Deutschen Museum entfernt bietet er kleine, aber feine Workshops an. Die Kunst der Restauration hat er als einer von nur zwei Deutschen am weltbekannten Schweizer Uhrenmuseum erlernen dürfen. Und wenn er nicht gerade Uhren restauriert oder repariert, gibt er nun sein Wissen weiter an maximal zwei Teilnehmer pro Kurs. Also, jetzt wollte ich klingeln, aber... Das passt schon. Passt? Ja, klar. Du bist aber früh da. Ich hab dich noch gar nicht erwartet. Bin ich zu früh oder was? Nein, es ist alles hergerichtet. Also von daher passt es. Ich brauche eigentlich eine Uhr, wo die Zeit manchmal einfach keine Rolle spielt. Mhm. Also so eine Freizeituhr. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Ja, klar, das machen wir. Ja, ehrlich? Ja, genau. Gut, ja, dann. Gut, dann. Dann ziehe ich mich schon mal aus. Meine Nummer 12. Willkommen im Uhrenparadies. Diese Uhr, die hat mir deswegen so gut gefallen, weil die Zeitmessung hier mit Wasser funktioniert. Die Idee ist 5000 Jahre alt, kommt aus Ägypten und funktioniert folgendermaßen. Hier in dem Bottich ist Wasser drin. Der Bottich selber ist konisch, damit, wenn das Wasser sinkt, der Wasserdruck nicht weniger wird. Und das Wasser, das abläuft, läuft hier raus durch einen kalibrierten kleinen Wasserablauf. Dabei ging es jetzt nicht um die Stunde, sondern um die vergangene Zeit. Ja? Das heißt, was da rauskommt, ist die Zeit. Meine Nummer 11. In den 70er Jahren gab es eine Revolution am Uhrenmarkt. Die Quarzuhr. Und diese Revolution war nicht sonderlich gut für die Schweiz, bis sie in den 80er Jahren dieses Modell entwickelt haben. Und das hat die Schweiz wieder nach vorne gebracht. Die Swatch-Uhr wurde innerhalb von 10 Jahren über 100 Millionen Mal produziert. Und das ist das Modell Frische Fische. Modellnummer 100 Millionen minus 2, handsigniert von Herrn Hayek, Mr. Swatch. Meine Nummer 10. Ja, nicht nur die Schweizer Uhrenindustrie war bemerkenswert, auch die deutsche. Im Speziellen auch die bayerische. Und hier die Münchner Uhr, sogar in München gefertigt. Uhrzeit nur nach Bedarf. Das ist dein Platz. Setz dich her.
Achso, der geht nicht höher, oder? Nein, der geht nicht höher. Wir verstellen im Zweifelsfall den Tisch. Wir arbeiten ja sehr hoch, man muss ja sehen, wie die Teile sind. Wir haben einmal ein Uhrengehäuse, das sehr schön ist. Sehr schön. Wir haben Lederbandel, passende Zeiger und das Zifferblatt. Okay. Und hier das Uhrwerk. Aber darf ich das einmal anlangen? Ja, natürlich, deswegen bist du ja da. Weil, also das ist ja schon, also das ist ja schon fertig. Ja, du willst ja das Innere der Uhr kennenlernen. Du möchtest ja wissen, wie die funktioniert, wie so eine Uhr aufgebaut ist und warum die wie tickt. Das heißt, wir zerlegen die zusammen und wir veredeln nachher ein paar Werkteile und dann hast du deine persönliche Uhr, deine Max-Schmidt-Uhr. Eier. Schritt 1. Zerlegen. Wir brauchen natürlich jetzt verschiedenes Werkzeug. Das ist teilweise noch wie vor 100 Jahren. Schraubenzieher in verschiedensten Größen. Wir haben hier hinten einen Ölgeber. Wir haben hier zwei Werkhalter. Und zum Schluss brauchen wir natürlich auch noch die beiden Pinzetten. Also du sollst natürlich vermeiden, mit den Fingern deine Uhr anzulangen. Und das brauche ich auch, oder was? Genau, das ist ein ganz wichtiges Werkzeug für uns. Das ist nämlich die Lupe. Der Uhrmacher lernt, die Lupe zu halten ohne Hilfsmittel. Also schau her, der legt das hier unten in das Auge rein. Ja. Und möglichst ohne, dass du das Auge zusammenzwickst, sollte die halten. Möglichst mit wenig das Gesicht zu verziehen. Aber das fängt schon gut an. Also wenn du jetzt das... Na, das vielleicht ist es rechts besser. Na, geht auch nicht. Also du kannst jetzt überlegen, ob du so arbeiten möchtest. Oder du kannst es machen, so wie ich. Du siehst, ich habe hier um den Hals schon die ganze Lupe hängen. Und da gibt es diese Bügel. Das und dann ist machen ja wir jetzt die Lupe rein. Das ist ja, das und dann ist ja, macht ja. Das gerade für Leute, die da eigentlich keine Übung haben, können, kommen sowas ein bisschen besser zu. Okay, gut. Also dann probiere ich das einmal so. Ah, das ist schon ganz schick klar, gell? Separator. So. Ja, natürlich. Aha. Wir müssen ja die Fehler finden bei der Reparatur. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da eine ordentliche Vergrößerung haben. Okay. Schon ein bisschen. Es gab halt, wenn du jetzt damit nicht so zurechtkommst, gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Das ist hier so eine Lupe. Die ist halt nicht so schick. Ja. Aber das ist eine, wo man mit beiden Augen arbeiten kann. Und sie hat halt nur eine bestimmte Vergrößerung. Aber probier's mal aus, vielleicht kommst du damit besser zurecht. Ja, ja, das ist schön. Gut. Dann fangen wir an. Genau, gut. Jetzt nimmst du das Spreizfederchen runter, genau. Das lege ich jetzt einmal daher. Ja, genau. Und das ist das Stundenrad. Du kannst das hier abziehen. Sehr gut. Ah, dann nehme ich jetzt den, den roten da drinnen. Den roten. Meine Nummer 9. Eine Uhr im Ring. Meine Nummer 8. 1969 war für eine Uhr ein ganz besonderes Jahr. Warum? Für die Omega Speedmaster. Die erste Uhr auf dem Mond. Meine Nummer 7. Einer der ersten Automaten vor ca. 400 Jahren. Dann lege ich es jetzt da rein und dann schraube ich es zu. Jetzt hast du schon einen wunderbaren Blick auf die Rückseite von dem Uhrwerk. Da ist ein bisschen mehr los, gell? Da ist ein bisschen mehr los, genau. Was du jetzt als erstes siehst, das ist die Unruh, wie sie schwingt. Das ist der Taktgeber oder du kannst auch sagen, das Herz der Uhr. Unruh. Ja, die Unruh. Ja, das ist das Schwingsystem. Aha, mit der Spirale zusammen. Ah, genau. Und die macht die Frequenz oder ist für die Genauigkeit der Uhr zuständig. Jetzt habe ich es. Genau. Also wir arbeiten und dann kannst du es zusammen. Am offenen Herzen sozusagen. Also sozusagen am offenen Herzen. Aber es wackelt eine ganze Lunge, ich leg die mal hin und dras vielleicht auch um. Das ist ein sehr wichtiges Teil, gell? Ja. Aber da brauchst du keine Angst haben, das ist ein ganz robustes Uhrwerk von ETA. Das ist praktisch ein Traktor. Das nimmt auch die Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, nimmt das auch für ihre Seminare her. Das ist auch noch nicht richtig klein. Ich kann dir noch was viel was Kleineres zeigen. Schau her.
Ich habe hier zum Beispiel ein Uhrwerk, das entspricht genau der Größe der Unruhe. Ist alles drin, was das andere Uhrwerk auch hat. Konntest du sowas zerlegen und wieder zusammenbauen? Sowas? Ja, natürlich. Alles klar. Das muss ja auch einer erst einmal herstellen. Ja. So. Ja. 27, 28 Teile. Genau. Plus die Teile, die noch zusammenbaut sind. Ja. Plus die Schrauben. Also 50 ungefähr. 50, 60 Teile. Ach, aber das ist schon anstrengend. Also muss ich mal absetzen, weil. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ja, ist das durchaus. Gell, mit den Augen und so? Ja, mei, dann lass uns halt eine Pause machen. Eine Pause? Ja, klar. Eine Pause ist nicht schlecht. Ja, machen wir eine Pause. Ah ja, da ist sie ja. Die Urkunde aus der Schweiz. Da war ich auch schon. Denn auf meinem nicht ganz direkten Weg zu meiner Freizeituhr bin ich zuerst in die Hauptstadt der Uhrmacherei gefahren. Nach La Chaux-de-Fonds. Gute 270 Kilometer vom Bodensee entfernt. In der französischen Schweiz. Im Jahr 2009 sind La Chaux-de-Fonds und der kleine Nachbarort Le Locle von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Und hier, im Herzen der Zeit, kann der Tourist sogar in einer ehemaligen Uhrmacherwerkstätte, Montreux du Bois, aus dem 18. Jahrhundert übernachten. Bonjour. Bonjour. Schmidt, Monsieur Max. Schmidt, ja? Bonjour, oui. Bienvenue à la Maison du Bois. Ah, merci, merci. Je vous montre la maison et après la chambre. Oui. D'accord? Ja, d'accord. Ja. Voilà, ici vous êtes au deuxième étage. Vous trouverez la Philippe Dubois, qui est le premier qui a fait les montres, en fait. Son épouse. Ça, c'est tous les Dubois qui ont fait les montres ici dans la maison. Aïe. Ici, vous avez une pièce historique, un salon historique avec des tentures de 1785. La candidature a été signée avec les représentants pour la candidature. Voilà votre chambre pour ce soir. Et puis, je vous donne la clé. Ah, merci. Voilà, et bonne soirée. À demain matin. Yeah, merci beaucoup. C'est immer gut, wenn man Französisch kann. Bonjour, monsieur. Bonjour. Wie geht's, Herr Schmidt? Ah, Herr Carrier. Gut angekommen? Ja, wunderbar, alles gut. Startbereit? Gehen wir los, so machen wir's. Ins Uhrenmuseum, jawohl, um uns alles anzuschauen, ja, was dort Schönes gibt. Mhm. Also, machen wir's. Ein Schwabe in der französischen Schweiz. Ja, das gibt's auch. Und ich wollte eigentlich hier noch 6 Monate bleiben, um Französisch zu lernen. Und daraus wurden dann 47 Jahre. Mit Stadtführer Monsieur Carrier bin ich dann nach La Chaux-de-Fonds gefahren. Die guten Lichtverhältnisse allgemein waren sehr wichtig für die Stadt. Und die sieht man auch in der Auslegung der Stadt, in dem Stadtplan, den ein Herr Dr. Faust aus Preußen entwickelt hat. Also typisch für La Chaux-de-Fonds sind die Fensterbände, die wir haben für die Uhrmacher, weil die immer viel Licht brauchen. Und hier oben, man sieht, in den ersten 2 Geschossen ist nur 1 oder 2 Fenster und oben sind Fensterbänder. 60% der Leute haben damals direkt für die Uhrmacherei gearbeitet. Durch diese guten Verhältnisse für die Uhrmacher kam es so, dass um 1900 mehr als 50% aller in der Welt verkauften Uhren aus dieser Stadt La Chaux-de-Fonds kamen. Ja gut, und dass der Uhrenindustrie hier so gut ging, konnten sich die Herren der Uhrenindustrie sehr schöne Luxuswohnungen und Häuser leisten. Wie zum Beispiel dieses hier, das von dem, ja, einem der berühmtesten Architekten des 20. Jahrhunderts, Le Corbusier, gebaut wurde. Hier ist die Hauptattraktion für Uhrmacher hier in der Stadt, Le Musée International d'Horlogerie. Das ist das Uhrenmuseum? Das ist das Uhrenmuseum. Da müssen wir hin. Genau, würde ich sagen. Mm-hmm.
Beim nächsten Ton ist es 16:29 Minuten und 20 Sekunden. Also hier in unserem wirklich internationalen Museum haben wir ca. 3000 Objekte, die immer ausgestellt sind. Fast alle funktionsfähig und dazu noch in den Archiven ca. 6000 andere Uhren. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect. Herr Carrier, ich meine, das zeigt jetzt nur die Stunde an, aber wie funktioniert eigentlich jetzt so eine Uhr? Also hier das relativ einfache mechanische Uhrwerk besteht normalerweise aus drei Teilen. Hier ist das ein Gewicht, es könnte genauso gut eine Feder sein, aber der wirkliche Rhythmus der Uhr wird vom Pendel gegeben. Könnte aber genauso eine Unruhe sein. Das Pendel gibt sozusagen dem System eine Schrittangabe. Okay. Und über die Übersetzungen wird es dann so, dass der Zeiger sich einmal pro Stunde dreht. Meine Nummer 6. Eine Uhr aus Holz. Oder? Warum denn nicht? Die hier wurde in Russland gebaut. Und zwar die groberen Teile aus Birkenholz, die feineren aus Palmholz und noch für ganz spezielle Teile, die man hier in Weiß sieht, Knochenmaterial. Und die Uhr war so gut, dass sogar der Zar sich eine geleistet hat. Aber die geht nicht mehr, die tickt die noch? Oder? Das ist gefährlich, die hier rauszunehmen. Außerdem mit dem Alter läuft sie vielleicht nicht mehr ganz gut, deshalb würde ich das nicht vorschlagen. Aber sicher hat sie irgendwann mal getickt. Schritt 2. Veredeln. Eine Uhr wird ja dadurch wertvoll, dass eine schöne Oberfläche da ist, dass Polituren da sind, dass der Uhrmacher mit seinen Händen die Werkstücke veredelt hat. Ja. Gut. Das Allereinfachste wäre, das ist ein altes Taschenuhrwerk und du siehst schön, das ist Messing vergoldet. Ja. Das ist eine alte Taschenuhr, schau her. Und wenn du das mal anschaust, dann siehst du, dass die also sehr, sehr schön graviert ist. Es gibt kein Teil, was man nicht in der Uhr einfach noch ein bisschen verschönern kann. Ja, und das ist was fürs Herz. Ja. Man sieht es zwar nicht, aber es ist einfach schön und du weißt, es ist so. Die hat jetzt 14:45 geschlagen. Die Uhr kann schlagen? Die Uhr kann schlagen. Meine Nummer 5. Die nächste Uhr habe ich ausgesucht, weil sie 17 Komplikationen hat. 17. Was sind eigentlich Komplikationen? Komplikationen im Uhrmacherjargon sind Anzeigen in der Uhr, die nicht Stunden, Minuten und Sekunden betreffen. So wie eben bei der Uhr. Ja, und diese Uhr hat wirklich 17 verschiedene Angaben, 2 verschiedene Zeitzonen, dann Datumsangabe, Mondphasen, Mondalter, Temperatur, Tageangabe, Angabe der Monate und wurde von Amile Coud gebaut und dann 1878 in der Weltausstellung in Paris gezeigt und war damals was Besonderes und er nannte sie La Merveilleuse, die Wunderbare. Und das ist der richtige Name dazu. Und gibt es eine Uhr mit mehreren Komplikationen, also mit noch mehr? Die komplizierteste, die wir heute kennen, ist eine Patek Philippe mit 33 Komplikationen in dieser Größe Taschenuhr. Und dazu haben die 9 Jahre Entwicklung gebraucht, die ist mehrere Millionen wert heute. Ja, wahnsinnig. Kannst du jetzt raussuchen, ob du es lieber Silber oder Gold haben möchtest? Das macht dir auch Spaß, gell? Ja, natürlich. Das ist das, was die Uhrmacherei ausmacht. Ja? Wir machen nicht nur eine Uhr, die funktioniert und die Zeit anzeigt, ja? Sondern es wurde immer Wert gelegt auf Dekoration bei der Uhr. Und das ist heute immer noch so. Und das ist das Schöne. Der Genfer Streifen, das ist diese wellige Spiegelung, genau. Und den können wir hier in der Werkstatt sehr gut machen. Das ist eine Verzierung in der Uhr, wo er sehr beliebt ist. Ah ja, das ist ja. Und also zusätzlich, das darf ich dir jetzt empfehlen, ja? Dann nehmen wir die Schrauben und die Pläume. Und wenn die nachher da drin sitzen, dann schaut das wunderbar aus. Das kann ich dir hier an dem Beispiel zeigen.
Schau her, da ist, sind die Schrauben gebläut. Das schaut eigentlich ganz schön aus. Gell? Das ist wunderbar. Na, dann machen wir das. Das ist ja gut. Machen wir Gold. Machen wir das. Geben wir Streifen und bläuen. Und den Wölkchenschliff für meine Freizeituhr, den habe ich natürlich auch selber gemacht. Meine Nummer 4. Jetzt wird's interessant. Schaut eigentlich aus wie eine ganz normale Taschenuhr, ist aber eine Uhr für gute Manieren. Ja, weil wenn der Mann die Uhr im Sackerl gehabt hat, dann hat er ja nicht gewusst, wie spät es ist. Deswegen hat er reingelangt und hat die Uhrzeit erfüllen können mit diesem Zeiger. Ha? Raffiniert, oder? Das ist richtig. Aber Vorsicht, bitte nicht fallen lassen. Das ist eine sehr teure Uhr, über 200 Jahre alt, vom berühmt-berüchtigten Herrn Brügge, der hier in der Gegend aufgewachsen ist. Und wir nennen ihn den König der Uhrmacher oder den Uhrmacher der Könige. Muss man sich eigentlich irgendwo noch mal entscheiden, was man macht? Also Armbanduhr, Taschenuhr, große, alte, neue? Ja, also ich habe mich entschieden für antike Uhren, für Restaurierung. Ist das der Grund, warum du in Schweiz bist? Ich habe ihn kennengelernt und der ist Restaurator und Uhrmacher gewesen am Museum hier. Und der hat mir gesagt, ich kann eigentlich das, was ich gern machen möchte, mit den alten Uhren nur in England lernen oder eben in der Schweiz. Und England, das war mir ein bisschen zu weit weg damals und habe mich dann eben für La Chaux-de-Fonds in der Schweiz entschieden, weil ich dachte, da kann ich ein bisschen schneller nach Hause kommen. Jetzt reparierst oder restaurierst du ja eigentlich hauptsächlich Uhren von anderen. Also ich habe auch jetzt die letzten zwei Jahre intensiv an meiner eigenen Uhr gebaut, weil das für mich einfach einmal sein hat müssen. Also die ist wirklich komplett bei mir in der Werkstatt entstanden. Das Besondere an der Uhr ist, dass es ein sogenanntes Cercle Tournant ist. Das ist eine uralte Anzeigeart, hat eigentlich auch schon bei den allerersten Uhren so stattgefunden. Ich muss schnell in die Tür. Das war jetzt aber. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitteschön. Ich hätte eine alte Uhr dabei, die leider nicht mehr funktioniert. Komm uns rüber, ich schau es mir drüber an. Ah, schön, eine kleine Damenschmuckuhr. Und was ist damit? Ja, sie funktioniert leider schon seit einer Zeit nicht mehr. Ach so. Jetzt. Ja, dann schaue ich mal schnell rein, ob ich was auf die Schnelle sehen kann. Oje. Also sie ist sehr stark verschmutzt und da ist auch die Unruhewelle gebrochen. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Es ist eine recht alte Uhr aus den 40er Jahren und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da die Unruhewelle bekommen. Ist es so, dass Damenuhren weniger wert sind? Also ja, schon. Der Sammlermarkt ist voll auf Herrenuhren ausgerichtet. Also die Uhrensammler sind meistens Männer und deswegen sind die Damenuhren einfach nicht so gesehen. Ja? Also obwohl sie genauso aufwendig sind? Ja, ja. Das, was drin ist, ist manchmal sogar mehr, weil sie sehr viel kleiner sind. Ja? Aha. Ja? Aber der Markt bestimmt den Preis und die Männer sammeln die Uhren. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Blech. Ja. Okay. Gut, danke. Also, vielen Dank. Ich rühre mich. Danke auch. Okay. Wiederschauen. Viel Gott. Schritt 3: Zusammenbauen. Du ziehst dir dabei da die Fingerlinge an. Ach so. Weil ab jetzt darfst du nichts mehr mit dir hin anlangen. Sonst gibt es Flecken und Rückstände und das wollen wir vermeiden. Das wollen wir vermeiden. Okay? Günstig ist so ein Uhrenseminar allerdings nicht. In der Schweiz kostet ein Tageskurs zwischen 1.400 und 2.000 Euro. Bei der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie ist man mit rund 500 Euro dabei. Und wer bei Meister Fritz schrauben will, der zahlt 1.100 Euro. Für den Tageskurs, inklusive seiner ganz persönlich individuellen Uhr.
Das schlockt dich. Das ist ja, jetzt ist, also das ist ja praktisch jetzt meine Uhr, die jetzt. Ja, das aber ist schraub die Schraube erstmal fest, weil sonst fällt sie. Achso, ja, das muss ich mal. So, wie das gesagt? Ist jetzt einmal wirklich schön, gell? Das ist eine schöne Uhr, gell? Meine Nummer 3. Meine Nummer 2. Die nächste Uhr ist deswegen interessant, weil es eine Damenuhr ist. Also eigentlich die Quotenuhr hier im Museum. Wir haben hier ein ganz schönes Stück, und zwar diese Uhr war eine der ersten Armbanduhren für die Damen, ca. 1850, und hatte einen geheimen Wecker. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, dann ist hier ein kleiner Punkt, also ein Loch. Ja. Und wenn die Zeit kam, hat ein kleiner Finger die Dame vibrierten in den Arm gepiekst und dann wusste sie, es war die Zeit. Und welche Zeit? Ja gut, wir sagen, es war die Zeit, dass der Liebhaber ging, weil der Ehemann nach Hause kam. Haben wir es noch auf die Zeitwaage, damit wir den Gang kontrollieren können. Also ob es schnell läuft oder... Schnell läuft oder langsam, das regulieren wir da jetzt noch ein. Und wenn du jetzt schon so eine schöne Uhr gebaut hast, jetzt musst du natürlich auch entsprechend pflegen. Ja? Also ich würde sagen, so alle 4-5 Jahre muss das wieder reinigen lassen. Mhm. Und denk auch dran, dass so eine Uhr nicht auf Dauer wasserdicht ist. Also nach 2 Jahren ein bisschen vorsichtig werden. Man kann es auch immer wieder überprüfen lassen, ob es wasserdicht ist. Weil irgendwann, wenn Feuchtigkeit reinkommt, dann war es halt schade drum, wenn noch irgendwelche Flecken drauf kommen. Ist klar. Ja. So, schau mal, Max. Jetzt darf ich dir hier eine Urkunde geben von der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie, weil du hier bei dem Uhrenseminar mitgemacht hast. Aber. Und dann fällt jetzt nur noch die. Ja, schau, und hier ist deine Uhr. Also ja, das ist ja praktisch die Schee, gell? Ja. Aber es ist, ja, ist eine Uhr, gell? Weil wir doch gesagt haben, wegen der Freizeit. Ja, aber schau her. Du sollst ja so drum. Und jetzt meine Nummer 1. Weißt du was? Red du nur, gell? Ich leg dich jetzt einmal neben mir hin. Ja, weil du, auf Lautsprecher, gell? Warte. So, da. Kannst du mich noch hören? Ja, oder nicht? Schau her, ich habe jetzt nämlich meine eigene Uhr. Das da, das ist deine Zeit. Gell? Und das da ist meine Zeit. Freizeit. Siehst du das? Man sieht, dass Zeit vergeht. Aber man weiß nicht welche. Dann kannst du reden, solange du magst. Weil ich. Hat sie jetzt aufgelegt? Hat sie Schluss gemacht? Ja. Vierte. Sadala. Also. Auf die Freizeit. Ah. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for our.